Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herr der Ringe, die Gefährten mit Big Pauli. Ja, meine lieben Freunde, letztes Mal haben wir im Dorf Bree alles erledigt und jetzt gehen wir zur Wetterspitze, aber zuerst durch den Trollwald, oder? Keine Ahnung, wie das funktioniert. Was ist das für ein Licht? Ich bin nicht sicher. Es ist zu weit weg, aber es kommt offenbar von der Wetterspitze. Wie Blitzschlag. Wohl ander. Auf der Wetterspitze wissen wir mehr. Wir müssen zum Gipfel der Wetterspitze vordringen. Falls uns Gandalf folgt, wird er hier nach uns suchen. Dort könnten wir Gandalf finden. Es ist nur eine vage Hoffnung. Und er wird uns auf meinen Pfaden durch die Wildnis noch weniger finden. Vielleicht finden uns die schwarzen Reiter dann auch nicht in der Wildnis. Frodo, Harry, kommt mit mir. Sam und Pippin bleiben hier. Wir sind gleich wieder da. Geh voran, Aragorn. Noch ein Lembasbrot. Ja, wir haben Lembasbrot. Und das Beste? Noch mehr Lembasbrot. Jetzt kommt etwas, was noch schlimmer ist als die Wölfe. Waage. Ganz recht, in diesem Spiel gibt es Waage. Wenn sie am Boden liegen, dann müssen wir den Gnadenstoß umbringen. Die haben gegen mein Können keine Chance, die Waage. Ach, da drüben sind noch mehr. Falsche Richtung. So. Hier hat irgendjemand anders sein Lager aufgeschlagen. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, derjenige, der sein Lager da aufgeschlagen hat, war irgend so eine Gruppe von Orks. Das, wogegen ich übrigens im letzten Part gekämpft habe, waren keine Orks.
Das waren irgendwelche Menschen. Orks sehen in diesem Spiel anders aus. Das sind Orks. So, tot. Immer am besten sofort den Gnadenstoß versetzen. Nicht die Möglichkeit zum Aufstehen geben. Das könnte sonst katastrophale Folgen haben. Alter, aber dieser Sound, wenn die sterben, irgendwie ein bisschen übertrieben. Sticht er den in den Hals? Also von Durchhaltevermögen haben diese Viecher auch noch nie was gehört, diese blöden Bogenschützen. Vielleicht kommt übrigens zum ersten Mal der stärkste normale Gegner im ganzen Spiel. Und darum werde ich vorher erstmal abspeichern. Seht nicht mit den Augen eines Waldläufers. Schaut diesen Stein. Das sind Runen da. Scheint ein G und eine 3 zu sein. G für Gandalf. Die 3 könnte ein Datum sein. Der 3. Oktober war erst gültig. Gandalf war hier. Dann ist er recht hastig fort. Vielleicht begegnete er Trollen oder Schlimmeren. Der erste Kampf gegen einen Troll hat begonnen. Autsch. Ja, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, einen Kram zu nehmen. Scheiße, ist dieses Mistvieh stark. So, besiegt. Seht, da unten, auf der großen Oststraße, dunkle Reiter. Merry und Pippin sind da unten. Zurück zum Lager, rasch! Jetzt kommt eine mega epische Zwischensequenz.
Symphonie! Frodo ist verwundet. Ich muss ihn schützen. Ja, jetzt kämpfe ich mit einer Fackel gegen die Ringgeister. Lasst Frodo in Ruhe, ihr blöden Scheißviecher! Also, das glaube ich jetzt einfach nicht! Hör auf, euch immer anzuschleichen! Und mich zu ignorieren! Frodo ist nicht der, den ihr wollt! Ihr wollt mich! Also, schimpft gegen mich! Die Männer! So, haut bloß ab, ihr Mistviecher! Geht voran und beseitige die Trolle. Gebt auf euch Acht und bleibt in Frodos Nähe. Ich folge, so gut ich kann. Sei ganz unbesorgt, wir kümmern uns um ihn. Wetterspitze, Trollwald. Und ich habe meine Waffen wieder. Bleib bloß liegen, du Mistvieh. Das war mein letztes Kram. Jetzt habe ich nur noch Lembas, was mich vollständig heilt. Okay, jetzt greife ich mal auf meinen Bogen zurück. So. Das war's mit dem Troll. OM Goodness. Keiner von euch will nochmal aufstehen? Gut. Ich gehe vorsichtig voran. Thank you.
Alter, wie viele Pfeile hat dieses Mistvieh denn geschluckt? Okay, weiter geht's. Vorsichtig voran bewegen. Meine Fresse, schluckt der viel Schaden. So, zwei Trolle weniger. Mal kurz speichern. Mehr Waage. Nochmal speichern. Reiter nähert sich. Das sehe. Ei, na bellina da. Ein Elbe. Mai Govanen Mellon. Was hat er da gesagt? Freudige Begegnung, Freund, glaube ich. Das ist Glorfindel aus Elrons Haus in Bruch. Gut, dass wir uns endlich finden. Wir haben Befehl, euch zu suchen. Von Gandalf? Nein. Elrond erfuhr von euch durch Elben, die beim Auenland unterwegs waren. Als er hörte, dass etwas nicht stimmt, schickte er Reiter in alle Himmelsrichtungen. Hier. Frodo hat einen Morgulwund. Er muss nach Bruch. Dann soll er mein Pferd Asphalt aufreiten. Sein Gang ist behutsam. Kein Reiter fällt von seinem Rücken. Flieht! Der Feind ist da! Flieht sofort! Reiter! Norolim! Norolim, Asphalt! Und jetzt kommt eine noch epischere Zwischensequenz als die gerade eben. Später an diesem Tag. Auf Elronds Geheiß rissen die Wasser der Spruinen die Ringgeister mit sich. Wir betraten das verborgene Elbenreich Bruchtal.
Elrond, der Herr von Bruchtal, heilte die Wunde, die die Morgul-Klinge zugefügt hatte. Frodo erwachte und blickte in ein bekanntes Gesicht. Ja, und an dieser Stelle mache ich jetzt mal einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.